Ukraine's requests for the training of its forces abroad have changed 18 months into the war, with offensive tactics and the education of military leaders now topping the list, the head of the EU's Special Training Command in Germany said on August 17. "This is something that has changed over the course of the year," Lieutenant General Andreas Marlow told reporters, explaining that at the start of the war Kyiv had rather been keen for its troops to be trained in defensive tactics and how to fight in urban areas. Marlow was speaking at Kyiv's training ground, situated about 100 kilometers west of Berlin, minutes after Ukrainian troops had fired 105mm rounds with Leopard 1 tanks they had been trained to operate over the past 5 weeks. Muzzle flashes could be seen even before the cracks of the shots were heard, and dust clouds rose where the shells hit their wooden targets on a shooting range marked by the tracks of the tanks that rumbled back and forth through the mud. As part of the EU military mission YMM, Western troops have trained some 6,200 Ukrainians in Germany this year, in a wide range of skills stretching from operating advanced air defense systems such as Iris-T to driving and firing modern tanks such as the Leopard 2. Ja, also nochmal guten Tag von meiner Seite. Kein Waffensystem alleine bringt die Entscheidung, auch wenn Sie jetzt über andere Dinge, die in den Medien zurzeit diskutiert werden, das alleine bringt nicht die Entscheidung. Entscheidend ist, wie, in welchem Kontext Sie mit anderen Systemen und Waffen Sie diese Sachen einsetzen und dann basierend auf welchem taktischen Operationsplan und in welchem Gelände. Auch hier in Klitz ausbilden, an anderer Stelle, aber auch hier. Und Sie haben natürlich die Gelegenheit, also ich ermutige die Ukrainer, uns Ausbilder zu schicken, damit wir hier Train the Trainer machen können. Und das ist hier auch der Fall. Wir haben eigentlich in jedem Durchgang auch ukrainische Ausbilder dabei, die hier die Ausbildung mit durchlaufen und hier dann auch länger bleiben, um hier mit auszubilden. Unmittelbar ihre Eindrücke hier vielleicht schildern können. Und ja, ich denke, was die Ukraine am meisten bewegt, ist die Ausbildung von Unteroffizieren und Offizieren, weil das auf der Hand liegt, dass die professionellen Soldaten natürlich jetzt seit anderthalb Jahren im Krieg sind. Viele sind gefallen oder verwundet und die brauchen halt jetzt Nachschub auch an Führern, Unterführern, und das wird ziemlich nachgefragt. Einmal komplett abgesehen. Чому це важливо саме отримувати Leopard 1? Ну, це дуже важливо, бо ми отримуємо нову техніку, потрібну для нас, і нам треба вміти працювати з нею. Техніка відрізняється від нашої, її треба добре знати, тому так, це дуже потрібно. Це, якби, стосовно Німеччини саме, да? Власне, якби... Ми вмотивовані захищати нашу країну, і це найкращі ліки від страху. Zunächst muss man mal sagen, wenn man über den Leopard 1 im Vergleich zum Leopard 2 spricht, kann man wirklich sagen, Kampfpanzer ist Kampfpanzer, ganz platt, weil die Unterschiede nicht so gewaltig sind. Natürlich ist der Kampfpanzer Leopard 2 eine deutliche Weiterentwicklung, aber alles, was beim Kampfpanzer Leopard 2 elektronisch ist und elektronisch funktioniert, ist beim Leopard 1A5 eher mechanisch, aber die Kampfweise und die Funktionsweise, die ist doch sehr ähnlich. Eine Frage noch, mit welchem Gefühl verabschieden Sie Ihre Schutzlinge denn jetzt? Die ukrainischen Soldaten sind hoch motiviert und das müssen sie auch sein, denn die Bedienungsanleitung, wenn man die Grundfertigkeiten am Kampfpanzer erlernen will, ist gut 700 Seiten stark. Und die Motivation merkt man vor allem daran, dass sie auch nach Dienst sich mit dem System beschäftigen und wirklich willens sind, sich das System in wirklich kürzer Zeit anzueignen. Als die